Also im Wesentlichen drei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass wir eben alle Collaboration-Kanäle in eine Applikation bündeln. Das heißt Voice, Video, Screenshare, Messaging, File-Sharing in einer Anwendung mit einer einfachen zu bedienenden Oberfläche. Der zweite Aspekt ist, dass Circuit keine abgeschlossene Plattform ist, kein abgeschlossenes Produkt, sondern offen nach außen. Das heißt, wir bieten viele Schnittstellen an, wo Drittanwender oder Drittentwickler ihre Applikation in Circuit integrieren können oder auch Elemente von Circuit in ihre Applikation integrieren können, um halt eben Kommunikations- und Geschäftsprozesse verschmelzen zu lassen. Und drittens können wir das auch alles skalierbar anbieten. Also beispielsweise in einem Circuit Call können bis zu 300 gleichzeitige Teilnehmer drin sein, was gerade im Unternehmensumfeld, im Konzernumfeld sehr relevant ist im alltäglichen Bedarf. Genau, also wir sehen, dass man Circuit eine sehr virtuelle Zusammenarbeit ermöglichen kann. Das heißt, Mitarbeiter arbeiten immer mehr im Homeoffice, sind auch mobil unterwegs oder arbeiten auch nur Teilzeit, wollen aber trotzdem sehr eng in die Kommunikationsprozesse eingebunden werden. Und das können wir halt eben mit Circuit ermöglichen, weil wir eine sehr niedrige Kommunikationshürde für alle Kommunikationskanäle anbieten. Da wir eine sehr stark ausgeprägte mobile Applikation haben, ist auch die Arbeit mal am Flughafen oder im Zug kein Problem. Hürden sehe ich vor allem vielleicht technischer Natur. Natürlich, wenn man ein Tool wie Circuit einführt, was einerseits sehr stark ist von den Collaboration-Möglichkeiten, muss man aber andererseits auch darauf achten, dass die Infrastruktur mitmacht und dass auch die Mitarbeiter halbwegs aktuelle und leistungsfähige mobile Endgeräte haben. Sonst macht die Experience wenig Spaß. Ja, Integration mit Drittanbietern ist uns sehr wichtig. Da geht es auch in unserer Roadmap hin. Das eine, was wir angesprochen hatten, ist schon das Thema API. Die werden wir weiterentwickeln, haben jetzt auch eine Integration mit Zapier, wo auch Endanwender sich selber Integrationen basteln können, was sehr wichtig ist, dass man dafür kein IT-Experte sein muss. Das andere ist noch eine tiefe Integration mit der Telefonanlage. Auch das ist gerade im deutschen Markt relevant. Also da werden wir weiter rein investieren, dass da mehr Telefonie-Features sogar auch in der Collaboration-Plattform wie Circuit verfügbar sind. Wir haben den Circuit Meeting Room, was eine sehr kostengünstige, nicht proprietäre raumbasierte Videolösung ist, die in Circuit integriert wird. Und schlussendlich Circuit Events sind webinarmäßige Calls, die man mit Circuit machen kann, wo sogar bis zu 1000 Teilnehmer in einer Session drin sein können, was wiederum im Konzernumfeld sehr relevant ist, wo schnell mal hohe Mitglieder- oder Teilnehmerzahlen zusammenkommen.